Jetzt immer drauf. Ich bin nicht auf die Werbung vom Laufen. Hä? Werbung? Ist ja eine Werbung? Ja, vom Stream. Sehe ich mal. Ja, wir sind drauf. Sag, wenn die Werbung durch ist. Okay. Dann einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie heute hier Bones bei Simrace TV zum 5. Lauf der SRC GT Masters in Navarra. Mit bei mir im Studio der Peter Grau. Hallo Peter, ich grüße dich. Ja, hallo Sören. Ja, ich hoffe, ich kann euch jede Menge Spannung bieten, was das Renngeschehen angeht. Wir starten jetzt oben 19.30 Uhr, also müsste dann jetzt schon das Qualifying laufen. Ja, ein paar Infos zur Strecke noch. Wir sind hier in Spanien, sprich im Baskenland, und gefahren wird die Strecke von Navarra. Überwiegend startet in Navarra die GT1 und gefahren wird da seit ungefähr 2010 ist eröffnet worden. Ja, wie gesagt, Navarra ist mir neuer Begriff. Ich kenne die Strecke noch nicht. Ist auch heute meine zweite Sendung, aber die erste ohne Lutz. Vielleicht wisst ihr noch letztes Jahr die 24 Stunden Döllersaat. Haben wir auch zusammen mit unserem Radio moderiert. War eine ganz lustige Geschichte. Nun, ich hoffe denn, wenn dann mal die Kamera das macht, was ich gerne möchte, würde ich ja gerne mal auf den vierten schalten, beziehungsweise auf das erste Auto, aber... Macht er mir irgendwie nicht. Warum auch immer. Ja, jetzt sind wir bei dem Herrn Dominik Vrabec. Ja, mit dem Dominik haben wir sofort mal einen, der hier mit Sicherheit um die Pole mitfahren wird, zusammen mit, denke ich mal, Martin Fuhrmann, Jörg Degenkolbe. Das sind so die Kandidaten, die hier auch in den ganzen Trainingssessions vorne waren und eigentlich die Bestzeiten gesetzt haben. So, der fährt auf einem BMW Z4. Die Fahrzeuge alle aus dem Jahr 2012. Also keine Gebrauchtwagen dabei, wie man so schön sagt. Gucken wir mal weiter. Auf der 2 haben wir den Martin Fuhrmann, auch auf einem BMW Z4. Jetzt unterwegs. Dann bleiben wir auch auf dem. Können aber auch noch bis die erste Zeit gucken, mal runterschauen. Dann haben wir hier, ich wollte gerade sagen, das läuft schwarz. Dann haben wir hier den Herrn Jörg Degenkolbe auf einem M3. Auf vier zurzeit haben wir den Kai Knebel auf einem M6, BMW B6. Okay, nee, glaube ich, doch ja, BMW B6, genau. Aber auf der 5 der Marinus Rieder auf einem Ferrari, der wird uns dann auch nach dem Qualifying im Auto mitnehmen und wird uns die Strecke vorstellen. Auf der 6 dann
wenn ich jetzt richtig bin, haben wir den Herrn Schneider. Genau. Auf der 7 haben wir den Rico Kistenmacher. Der fährt in einem Lamborghini Gallardo LP 560. Auf der 8 haben wir den Thomas Sutter auf einem M3 unterwegs. Auf der 9 haben wir den Dieter Himmel. Auf der 10 den Hasso Osterkamp. Der Mann dürfte nicht ganz unbekannt sein. Den trifft man des Öfteren bei diversen Großveranstaltungen an. Also denke ich mal auch das ein Kandidat fürs Treppchen. So, dann haben wir den Henning Wollert, ein mir relativ unbekannter Fahrer, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ja, da kann ich da ein bisschen zu sagen. Also ich fahre heute nicht mit. Der Henning ist mein Teamkollege und zählt für mich eigentlich hier auf der Strecke auch zum vorderen erweiterten Favoritenkreis. Ich denke mal, das werden wir auch noch sehen. Henning ist bekannt für gute Zeiten. Wenn das im Rennen dann umgesetzt bekommt, dann ist das immer ein Kandidat für die ersten 5. So, wir haben eine Erstzeit, eine 1:24.910, gefahren vom Dominik Abitz. Da schauen wir jetzt natürlich mal, wer sich da anschickt auf der 5, um einer recht flott unterwegs zu sein. Das müsste sein, der Jörg Degenkolber. Genau, schauen wir doch mal, was der jetzt hier macht. Wo ist er? Und ist auch gleich ein bisschen flotter unterwegs. Ich denke mal, was ist so, was dürfte so hier zeitentechnisch drin sein? Ich meine, du kennst eventuell die Strecke und auch die Fahrzeuge. Ja, wir müssen jetzt mal abwarten, wie sich die Strecke entwickelt. Also Navarra ist sehr, sehr schwierig zu fahren. Wir haben hier viele enge Kurven mit sehr vielen Bodenwellen. Also man muss schon für eine optimale Runde muss man schon sehr, sehr gut treffen. Ein ganz kleiner Fehler, der reicht hier schon, um sofort mal 6-7 Zehntel hinten zu sein. Okay, der gute Herr ist jetzt in die Box, aber das ist der zurzeit 9. Führende. Mit einer, was ist das? 1:24.777? 1:26. 1:26, ja gut. Also die Bestzeit liegt hier bei 1:26.369. Also da sind wir schon relativ dicht dran, aber ich denke auch mal, dass da noch was gehen sollte. Ja, dann lassen wir uns überraschen, was die Herren so vollbringen. So, da sind wir beim zweiten, beim Dominik Rabitz. Mal schauen. Oder auch gleich eine Zeiteneinblendung kriegen. Wenn er jetzt über Start und Ziel kommt. Da haben wir. Ja, und da sollten wir uns dann die Runde auch direkt schon mal anschauen. Ja, bleiben wir mal bei den Herren. Wir haben. Zur Verständnis für unsere Zuschauer da draußen. Wir sehen nicht so ein klares Bild, wie ihr das da draußen seht. Bei uns ist das Ganze ein bisschen pixeliger und kleiner. Und man möge uns da verzeihen, wenn da mal eine falsche Zahl und auch mal ein falscher Name rauskommt. Ist wie gesagt einfach, die Auflösung ist nicht so das, wie Sie das zu Hause jetzt sehen können an Ihren Rechnern. Oder wo auch immer Sie uns verfolgen. Okay, der gute Herr hat abgebrochen, dann schauen wir doch mal, wer ist da noch draußen. Aha, da fährt jetzt der Führende raus, ne? Das ist, ne. Hat er wohl noch etwas am Setup verstellt, dann schauen wir mal. Schauen wir mal hier. Auf ein bisschen hintere Feld. Da haben wir unterwegs den Herrn Kistenmacher. Ja, der Rico gehört auch für mich eigentlich auch noch zu den Mitfavoriten. Ja. Der war im letzten Rennen in Silverstone, war er wirklich extrem schnell und war wirklich ein absoluter Kandidat. Vor allen Dingen war es erstaunlich, war sein erstes Rennen hier in der SRC und die Mod ist doch sehr speziell. Also scheint ihm die ganze Sache doch sehr zu liegen. Ja, ich kenne den Herrn Kistenmacher. Wir kommen ja aus derselben Ecke, vom selben Clan her. Vom Speedy Gonzales. Und daher kenne ich den Rico. Ich selber fahre derzeit nicht mehr so viel. Ich beschränke mich mehr auf das Kommentieren und Sachen hinter den Kulissen, macht mir ein bisschen mehr Spaß.
Er ist auch ein Kandidat, er ist ein guter Siegfahrer, also er kann vorne mitfahren. Das ist kein Thema. Dass er was drauf hat, haben wir ihn ja auch schon des Öfteren bei diversen Langstrecken-Events gesehen. Dass der Junge durchaus gerade bei gewissen Herren, sag ich mal so, die Holland, Herren, wo aus Holland kommen, die bekannt sind, dass sie ja aus übelste schnell unterwegs sind und kann da durchaus vorne mitfahren. Er hatte im ersten Rennen, im 20-Minuten-Rennen-Sprint in Silverstone, hat er ein bisschen Pech gehabt. Da hat der USB-Port bei ihm wohl versagt und hat ihn dann geradeaus in die Mauer befördert. In Führung liegend, muss man dazu sagen. Also das war wirklich schade. Im zweiten Rennen hat er dann total überzeugt. Also das war schon eine gute Hausnummer, die er da abgegeben hat. So, und ich denke auch mal, der wird dann wieder schnell sein. Da haben wir auf der 1 vorne, da ist der steht jetzt schon wieder. Dann gehen wir mal auf die 5. Wenn das hier stimmt, was ich immer zeige, kriege, ist der Herr richtig flott unterwegs. Da haben wir ihn. Gute Zeit. Eine 0.052 im zweiten Sektor. Zweiten Sektor, ja. Die wurde aber gerade schon getoppt vom Dominik Waberts mit einer 51.941. So, haben wir hier wieder den neuen Führenden. Nein, da hat er wieder über eine halbe Sekunde verloren. Das ist, wie ich gesagt habe, typisch für Navarra. Also ein kleiner Fehler reicht aus und die Zeit ist sofort gehimmelt. Dann schauen wir mal bei dem Herrn Wabitz, der da ebenfalls im zweiten Sektor relativ flott unterwegs ist. Da hatte ich auch verbremst, wenn das nicht Zeit kostet. Schauen wir mal, ob es reicht. der geht jetzt in die schnelle Runde. Okay, dann bleiben wir einfach mal bei ihm und fahren die Runde mit. Ja, der Martin Fuhrmann hat mittlerweile die neue Bestzeit gesetzt mit 1:26.329. Das ist also schon sehr nah an der Zeit, die auch im Bestzeitenportal steht. Also sind wir schon so gut wie an der Topzeit dran. So, und ist auch nur 0,098, also unwesentlich langsam. Querstärke gehabt ist raus. Hat sich da rausgedreht eben. Okay, dann haben wir. Ja, meine Herren, wen haben wir denn da flott am Fahren? Mal gucken, was sagt uns denn. Gehen wir doch mal auf die Nummer 3. Mal gucken. Wir werden schon irgendeinen finden. Da haben wir noch jemanden. Ja, da war 6. in der zweiten Sektor. Also, das würde mich jetzt wundern. Ja, der wird aber noch einen machen. Ja, ich denke, er wird durch. Hat er fast tut er nicht. Verloren. Schauen wir mal, Platz 4, da haben wir den Kai Knebel, was der gute Herr macht. Oh, ist da auch schon, hat er bestimmt nur einen Dreher oder irgendwas gehabt, eine Sekunde, über eine anderthalb Sekunden fast. Aber auf der 7 tut sich was, habe ich gesehen. Das wäre der Manfred Schneider, haben wir gerade gesehen. Das wird wohl auch nichts mehr Zeit. Mich würde ja doch jetzt mal interessieren, schauen wir mal, der Zweitplatz hier, der Herr Brabetz, der noch auf der Einlaufung ist. Der ist noch auf der Out-App, ja. Geht aber jetzt auf Start und Ziel und... Ja, auch gleich einer vor sich, aber das werden wir mal sehen. Das ist dann auch immer so eine Sache, kannst Glück haben mit deiner Runde, kommst super sauber durch, dann hast du irgendwie so auf dem letzten... Kurven, irgendeinen vor dir, der dich vielleicht nicht gleich sieht und hast du da auch gleich mal 1, 2, 3 Zehntel verloren. Ja, es gibt ja auch keinen, wenn dann jemand nicht auf der Outlap ist, gibt es ja auch keinen Grund irgendwo für Zugeständnisse, also da soll jeder und da wird auch jeder seine Zeit fahren und einen Teufel tun und einen schnelleren dann auch Platz machen, es sei denn, es ist vielleicht der Teamkollege. Ja, oder denke mal, es sei denn, er hat sich irgendwo einen Schnitzer, er weiß, die Runde wird so oder so, nichts. Klar, dann macht man Sportsmann-like eben Platz, wenn da wirklich einer von hinten angeflogen kommt, weil ich die Runde so oder so hin. Ja. Ich denke mal, so viel Sportmann ist man hier. So. Warten wir auf die erste Zwischenzeit. Auch ganz gut aus. Können sie denn mal kommen? Ich weiß jetzt nicht, ob das hier stimmt, was mir hier angezeigt wird im Live-View.
ist, aber da auch schon wieder rückgefallen. Ja, beide Sektoren jetzt Sektor Bestzeit, also der Sektor 1 mit 22,455 beim Dominik Rabetz und im zweiten, glaube ich, so die absolute Bestzeit mit 51,710. Also die Runde sollte eigentlich was werden. Ja, schauen wir mal, weil hier die Farbenunterlegung, die stimmt anscheinend nicht ganz so, was ja zumindest hier beim TV-Plugin. Da schauen wir einfach mal, was jetzt raus wird. 1,26,329 muss er schlagen. Schauen wir mal. Knapp vorbei. Ja, 2 Zehntel verpasst. Knapp war's. Aber man sieht, der Herr ist dran. So, wir könnten auch mal, der Fairness halber, jetzt einfach mal durchschauen. Gehen wir einfach mal die Platzierungen durch. Jetzt die Steuerung wieder nach, was ich möchte. So, da sind wir jetzt bei dem Herrn Jörg Degenkolbe, der aktuell auf Platz 3 liegt. Gehen wir mal weiter auf den Viertplatzierten. Zeit, wie lange haben wir eigentlich noch? Oh, sind noch ein paar Minuten. 15 Minuten muss noch sein, ja, 15 Minuten. So, da sind wir jetzt bei dem Herrn Kai Knebel. Auf der aktuellen 4. Position. Dann haben wir auf der 5 den Marinus Rieder. Ja, Marinus scheint hier extrem stark zu sein. Also 5. Platz bis jetzt und... Sieht schlecht aus. So. Immer weiter auf die 6. Position. Da haben wir den Thomas Sutter. Der ist da auch recht flott, was das erste Sektor, 3 Zehntel, wenn er Glück hat, könnte das sogar was werden. Weiß jetzt nicht, ob man hier 3 Zehntel irgendwo rausholen kann auf der Strecke. Sollte machbar sein, aber da hat er jetzt schon 6 Zehntel zurück, also ich glaube nicht, dass das was wird. Aber da könnte sich immerhin noch, denke ich mal, Treppchenpositionen dürften drin sein. Ich sag mal so, so wie sie erst rum, wenn das Qualifying abgelaufen ist, dann wissen wir auch, was Sache ist. Aber Qualifying, schnell fahren ist eins, im Rennen wieder flott unterwegs zu sein, ist eine ganz andere Sache. Ja, vor allen Dingen ist die Strecke auch, die geht sehr, sehr auf die Reifen. Das ist ein sehr starkes Gasgeben und sehr viele harte Bremszonen und sehr viele Kurven, die auch am Ende immer wieder zumachen. Also für die Reifen nicht gerade günstig. Ja, man sieht es auch hier, sehr viel durchdrehend blockierende Räder. Ja, und sehr viele Bremser dann auch und das hat man eigentlich kaum auf einer anderen Strecke. Also ich habe es hier noch nicht gesehen. So, hier sind wir wieder beim Herrn Thomas Sutter, aktuell auf 7. Gehen wir mal weiter. Auf der 8 haben wir den Henning Wollert. Auf einem, was fährt, gute Mann? Audi R8. Das ist ein Audi R8. Gehen wir mal weiter. Auf der 9 haben wir den Michael Welle unterwegs in einem Benz. In einem SLS AMG. Weil ich mich wundere, dass man mit so Autos Rennen fahren kann. Weil es allgemein das Mercedes eigentlich nur gut ist fürs geradeausfahren. Das sagt man so zumindest. Ja, das ist aber seit 2 Jahren ist das anders. Die Jungs reden im realen Leben in der Langstrecke sehr gut mit und haben aus dem Auto richtig viel gemacht. So, mal jetzt mal weiter gucken hier die Platzierungen. Nummer 10, da haben wir den Herrn Frank Bauer. Das ist eigentlich die Nummer 11 kommen. Da ist er, der Rico Kistenmacher mit seinem Lamborghini. Mal weiter auf der 12 haben wir den Herrn Himmel. Den Dieter Himmel. Das ist ein Aston Martin. Ja, genau, ein Aston Martin. Dann haben wir auf der 13 den Herrn Okubatz, wenn ich das nicht sehe. Oh, nee. Ja. Das ist der Okubatz, ja. Der Stefan Okubatz, mit auf einer Corvette. So, machen wir die 14. Da tut sich nichts. Das ist der Herr Cordes, der steht munter in der Box rum, denkt sich, warten wir mal eine Runde. Klar, wenn es was bringt. Auf der 15 haben wir den Herrn Osterkamp, wenn ich mich nicht alles täuscht. Jo, da ist er, fährt auch. Ne, fährt nicht gerade raus. Weiter auf der 16. Mit Kürzel, wenn er sie ist, dürfte der Herr Dänecke. Stefan Dänecke.
Jo, und der dreht sich da auch gleich mal fleißig, als ob er es geahnt hätte. Auf der 17, da haben wir... Peter Petrikowski, Aston Martin, DBR 9. Ja. Irgendwie... Steuerung nicht langsam. Ups, jetzt haben wir einen Übersprung. Ne, da ist er doch. Sind wir schon weiter. Der Herr von Borsikowitz, kann das sein? Nee. Borsikowski. Borsikowski. Entschuldigung, auf einem, was ist das? Porsche? Ja. Porsche. 997. Dann gehen wir weiter. Die nächste Platzierung 19. Der Herr Gerhard. Das ist der Gerhard Zeller auf dem Ford GT40. Oh, ein schönes Auto, ich finde. Hat leider ein Denk, also finde ich, ein bisschen an Ruhm verloren, wenn man so an die alten Ford GTs, Le Mans. Also ich denke, da kommt dieses Fahrzeug, obwohl es so schön ist, eigentlich vom Sportlichen her doch nicht mehr ganz so hin. Ja, es hat einen schönen alten Touch, auch von der Optik her, finde ich. Also das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem mit einem neuen R8, aber wunderschönes Auto. Schön, perfekter Sound. So, da haben wir den Herrn Kolche auf der 20. Einem ja, der Christian Kolche im Skyline R35. So, lässt er auch schön alles durch. Da haben wir den Herrn... Wie heißt der? Der Joris Schiffert auf der 21. Ebenfalls ja. Im Skyline R35 beim Joris. Ein Rennkollege aus den Niederlanden. Ganz interessant. Der Joris fährt mit Gamepad. Das ist genauso verwunderlich wie auch gut, weil der Joris hat das voll drauf. Das ist in keiner Weise eine Behinderung und ich bin mit dem schon Events auf der Nordschleife gefahren und dazu ist der Joris eigentlich noch ganz nett schnell. Ja, Gamepad will nicht unbedingt heißen, dass der Mann auch schlecht fährt. Nein, also, kein ich Fall. Ich habe schon Leute erlebt, da wunderst du dich, diesen Zeiten jenseits von Gut und Böse gefahren. Dann ich so, wieso, ich sitze hier und fahre mit Tastatur. Also, dass auch das gibt es, man soll es nicht glauben. Man würde sich manchmal wundern, was da gefahren wird. Gut, ich meine, manch einer hat sich gleich so ein halbes Cockpit zu Hause nachgebaut. Eine Sache. Aber auch irgendwo, denke ich mal, eine Kostensache. Ne? Ich mal überlegt hier, so ein halbwegs vernünftiges Lenkrad. Dürfte man, denke ich mal, so ein 200-300 Euro für hinlegen, ne? Wenn man da was Anständiges haben will. Ja, da läuft auf jeden Fall drauf hinaus. Also G27 fängt, glaube ich, bei 185 an, wenn man es günstig bekommt. Ja, wenn man es günstig bekommt, das ist immer so eine Sache. Ist ja im Prinzip schon, ich sag mal, G27 ist ja im Prinzip schon Standard-Einsteigermodell und wenn es dann richtig in die teuren Sachen reingeht, dann ist man auch schnell mal 1000 Euro los. Ja, so ein Playsee, wenn ich mir jetzt überlege, so mit Monitor und Lenkrad und Pedalerie und Sitz und Kram, ich denke mal, da ist mal 50, 2000, 1500, 2000 Euro dabei, mit allem drum und dran. Also, das ist wie beim Autokauf. Man kann sich jedes Auto kaufen und nach oben hin gibt es eben keine Grenzen. Es soll ja Leute geben, die haben auch gleich mal 3, 4 Monitore. Ja, ich meine... 3 Stück, ja, rechts, links, siehst du immer deine Spiegel. Hat vielleicht auch einen Vorteil. Man weiß es nicht. So, da sind wir wieder beim aktuell ersten. Nee, Quatsch, beim Zweitplatzierten, beim Herrn Rabetz. Mal schauen, ob man den Herrn Fuhrmann da vorne noch einholen kann. Das ist schon. Ja, das ist schon, ganz hart an der Grenze. Das ist wirklich an der Grenze und wenn man sieht, die beiden scheinen hier auch die überlegenen Fahrer zu sein, nicht nur in der Qualifikation, wir werden es wahrscheinlich auch gleich im Rennen sehen. Das sind von P2 auf P3 sind schon 4 Zehntel Vorsprung, obwohl der Jörg Degenkolbe auch noch schneller kann. Also zeitenmäßig ist er, glaube ich, im Bestzeitenportal mit einer 5 dabei, also mit einer 26.1, 26.5, die hat er zwar jetzt noch nicht bestätigt, der Dominik Wabitz kann noch ein bisschen schneller, das weiß ich ganz genau, und was der Martin noch drauf hat, werden wir sehen, wenn die Temperatur gleich ganz oben ist. Da ist er jetzt schneller im ersten Sektor, hat er eine gute Bestzeit, mal gucken, ob er die halten oder sogar ausbauen kann, wir werden sehen. Bleiben einfach mal, sind ja beides Teamkollegen übrigens, also insofern Platz 1 und 2 im selben Team.
feine Sachen. Das sagt einem auch aus, da wurde gearbeitet. Die Jungs haben getestet und gemacht. Da hat also auch wieder Frauen 4/10 Rückstand. So, ja, wobei ich also denke, dass die Meisterarbeit am Martin diesmal hängen geblieben ist, weil der Dominik, der kämpft immer noch mit einer Virusinfektion, die sich also nicht als ganz so einfach ausstellt und das Rennen wird für ihn wieder verdammt anstrengend werden. Ja klar, wenn man da noch körperlich nicht ganz fit ist. Der Herr Fuhrmann schickt sich auch gleich mal an und fährt im ersten Sektor eine neue Bestzeit, eine 22.344 in Sektor 1. Dann mal schauen. In Sektor 2, was er uns da gleich hinlegt, ob er es ausbauen kann, ob er vielleicht nur mal ein paar Zehntel oben drauflegen kann. Nee, hat er auch verloren gleich. Knapp 2/10. Aber das ist eventuell vielleicht noch drin, man weiß ja es ja nicht. Ist es jetzt Rennen, schon fürs Rennen nur mal schon testen, dass er sagt, okay, mir reicht das, was ich da habe, die Zeit. Ich gucke jetzt schon nochmal im Rennsetup was kontrollieren und nochmal fahren. Nee, das wird der Martin auf keinen Fall machen. Also da ist der Martin ein absoluter Pole-Gänger, der weiß genau, wie schnell der Dominik sein kann und da wird er alles tun, um noch einen draufzusetzen. Ja, wenn ich mir also die Zeitenaktualisierung angucke. Also ich glaube, die zwei da vorne zu kassieren, dürfte sehr schwer werden. Gerade ich jetzt sprich mal im Qualifying von den Zeitenrennen, ist ja wieder eine ganz andere Sache. Also wenn ich da gucke, da haben wir ja schon von zweiten auf den dritten, du sagtest schon fast 4/10 vor. Ja, obwohl der Jörg Degenkolbe sich gerade leicht verbessert hat, eine knappe Zehntel. Aber da hinten schickt sich einer an, auf den haben wir jetzt gar nicht geachtet. Eben da in Sektor 1 eine richtige Bestzeit hinzulegen. Und zwar haben wir hier den Kai Knebel auf einem BMW B6 unterwegs. Wollen wir nochmal schauen, ob der sich vielleicht nicht da vorne reinschieben kann. Das wäre jetzt natürlich eine Hammer-Sache. Hat er auch schon Zehntel verloren. Das ist wieder so Kai Knebel-like. Der hat die meisten Trainingsrunden, nämlich 1060 an der Zahl bis jetzt. Und ist der absolute Trainingsweltmeister hier im Feld. Ja gut, aber nur wer trainiert, wird besser werden irgendwann. Ne? Ich meine, jetzt vielleicht spezifisch nicht auf das aktuelle Rennen, aber in der Summe gesehen, je mehr ich fahre, umso besser werde ich. Man verfeinert ja auch da seinen Fahrstil immer so ein bisschen. Ne? Ich werde vielleicht nicht mehr so viel schneller, aber ich werde um jede Menge sicherer. Da war eben auf der 5, ja, der Herr Rieder, genau, Bestzeit in Sektor 2. Ferrari, wollen wir mal schauen, ob er das auch ins Ziel tragen kann. In Sektor 1 ist eine 22.342 gefahren. Hat da auch wieder fast 5 Zehntel verloren. Also das scheint wohl die Strecke scheint in sich zu haben. So, da haben wir jetzt aber auch auf der 11 auch noch einen Herrn unterwegs. Ja, der Stefan Bukowatz, auch persönliche Bestzeit im zweiten Sektor. Von 11 auf 9. Aber gleich mal auf die 7. Da schickt sich mir einer an im ersten Sektor, der Herr Schneider. Manfred Schneider. Hat er aber auch schon wieder Zeit liegen lassen, obwohl. Platz 6, zweimal Bestzeiten. Das ist. Ja, das ist ja der Herr Schneider, ne? Okay, das ist der Herr hier. Ich mich da jetzt so verguckt. Ist der denn mit? Auf der 7, ja, hat er wohl wieder verloren. 1,27er Zeit geworden. Er ist nur 27,206 die letzte Runde. Hat da wohl irgendwo einen Schnitzer drin gehabt, war zweimal Bestzeit. 20 Uhr, das Qualifying ist auch beendet. Ja, in 3 Minuten. Haben die Herren noch? Der Herr Bollert. Da haben wir ihn. Bestzeit auch jetzt mit Bestzeit im ersten Sektor 22.381. Ja, der Kai Kneb auch wieder recht flott unterwegs mit einer Bestzeit. Der Herr Fuhrmann schickt sich an, in Sektor 2 in 51.532 zu fahren. Und ja, das ist das Schnelle, was wir bis jetzt gesehen haben in dem Sektor. Auch
mit Bestzeiten Sektor 2 eine 51.866 unterwegs. Bleiben wir mal bei dem Herrn hier und gucken, wo hier eine neue Bestzeit. Eventuell schafft es sogar noch einer. Schauen wir jetzt mal. Ja, für den Henning würde es mich freuen, wenn er noch ein paar Plätze nach vorne kommt. Teamkollege halt. Ja, hat er auch gut weit liegen lassen. Ja. So, haben wir eine neue Zeit? Nö, tut sich nichts. Wer ist da noch? Lot unterwegs. Ja, auf Platz 5 verbessert. Also es hat seine Position gehalten. Oh, nicht verkehrt. Platz 5 ist ja schon eine gute Position, Ausgangsposition für ein Rennen, sag ich mal. Schauen wir mal auf die 7. Da haben wir den Herrn Kistenmacher. Oh! Das ist ja natürlich richtig ausmalig. Eine 22.287 im ersten Sektor. Das ist richtig schnell. Schneller als der Herr Fuhrmann eben unterwegs war. Zweiter Sektor ebenfalls. Zwei Zehntel Vorsprung. Konnte die Zeit also halten. Seine beste Zeit bisher eine 1.27.189. Haben wir da den neuen Führenden? So, auf den letzten Drücker. Der Sektor stimmt auch. Sauber durchgekommen, keine qualmenden Reifen, gar nichts. Das könnte eine neue Bestzeit werden. Da schickt sich einer an, pulverisiert ihr das da vorne? Ach, hat er fast eine Sekunde irgendwo verloren. Das ist aber ärgerlich. Ja, war nicht zu sehen. Ja, also richtig flott unterwegs und dann fällt da doch ja 9 Zehntel, also fast eine ganze Sekunde wieder verloren. Das ist natürlich schon hart, ne? Ja, das ist bitter, vor allen Dingen, wenn man in beiden Sektoren dann auch so gut wie vorne ist. Aber zu sehen war es wie gesagt nicht. Ja, also überhaupt nicht, man hat auch nicht gesehen, dass da irgendwo Schnitzer oder so, schön sauber, alles gefahren. So, und da hat sich gerade mal eben einer still und heimlich auf Platz 3 vorgeschoben. Nämlich der Kai Knebel. Der Kai Knebel und der Marinus Rieder auf 4. Ja, gehen wir mal aktuell durch. Auf der 1 nach wie vor der Martin Fuhrmann. Auf 2 haben wir den Dominik Wabitz. Auf der 3 jetzt der Kai Knebel. Auf der 4 Marinus Rieder. Auf der 5 Jörg Diegenkolbe. Auf der 6 Manfred Schneider. Auf der 7 haben wir den Michael Welle. Auf der 8 Rico Kistenmacher. Auf der 9 Thomas Sutter, auf der 10 Frank Rohr, auf der 11 Stefan Vukovac, auf der 12 Henning Wollert und auf der 13 Dieter Himmel. Machst du den Rest? Ich mach den Rest. Die 14 Boris Cordes, auf der 15 Hasso Rosterkamp, die 16 Stefan Dänicke, auf der 17 Peter Petrikowski, die 18 Joris Schepwart, auf der 19 Gerhard Zeller, auf der 20 von Borsikowski, die 21 geht an Christian Kohlsche und die 22 ist SRC TV1. Das sind wir. Ja. So, der Herr Schneider war recht flott unterwegs, aber ist da jetzt schon wieder an einem Zehntel zurück. Der Martin Fuhrmann legt einen drauf. Ja, der Herr jetzt gleich. Versucht es jedenfalls. Wir bleiben mal hier. Der ist da richtig flott unterwegs mit 2 Bestzeiten. Zweiten Sektor ebenfalls richtig gute Zeit. Jetzt die Frage, reicht es? Das wäre natürlich... Nein. Nee, auch wieder. Reicht nicht. 5 Zehntel verloren. So, wen haben wir da noch? Auf der 7. Der Martin Fuhrmann liegt da nochmal eine 26.374 nach, also bestätigt die 329 und ist hier mit 2 Zehnteln der Sieger der Qualifikation in Navarra. Ja, das war's auch. Da ist jetzt, glaube ich, keiner mehr unterwegs. Und wir schauen direkt mal, ob wir die Jungs jetzt auch kriegen. Ja, genau, dann schnappen wir mal den Herrn Fuhrmann. Schauen wir den mal. Wo ist er? So, wen nimmt man da jetzt? Hallo Martin. Genau. Hallo. Ja, was hast du da für eine Zeit ausgepackt? Das ist ja wirklich jenseits von Gut und Böse. Ja, so aus dem Handgelenk.
Nee, war schon ganz schön anstrengend. Denke ich mir, haben auch den zweitplatzierten, den haben. Auch, aber die holen mich gleich, oder nicht? Also, ich bin schon hier. Schon da. Ich bin schon hier. Genau, bist schon da, den Kai Knebel, den drittplatzierten in seinem BMW B6. Ja, und der Dominik Wabetz auch 2 ist auch mittlerweile hier. Hallöchen. Genau. Ja, Martin, 2 Zehntel vorm Dominik die Pole, zweimal 26,3 gefahren. Was sagst du zum Qualifying? Mal sagen, war gelungen oder ist gelungen für unser super Z4-Team hier. Ja, die 26,3, ja, wir haben da zusammen einen ganz besonderen Kniff gefunden am Auto, weil das Auto unheimlich gut macht auf der Vorderachse. Ja, das war so das Resultat von dem Ganzen. Ja, gibt eigentlich nicht so viel zu sagen. Die Strecke ist halt rutschig, man muss sie halt ganz schön zurückhalten und aufpassen, wann man wie, wo viel Gas gibt. Ja, und wann man bremst, das ist sehr tricky hier. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, ja, so viel habe ich gar nicht zu erzählen. Also, mein Dominik, Teamkollege, der quatscht natürlich bestimmt gleich wieder ganz viel. aber, na, nochmal Glückwunsch an den Dominik und an den Kai. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass du Dritter geworden bist. Wann hast du das geschafft? Ja, zum Schluss, das ging schon mal richtig auf. Zum Schluss so still und heimlich auf leisen Pfoten. Wir hatten uns da auf Platz, weiß nicht, wer es war, auf dem Herrn Schneider waren wir, der war da recht flott mit einer Sektorbestzeit unterwegs, mit 2 Bestzeiten, also unterwegs. Und auch einmal hat sich da der Herr Knebel still und heimlich auf Platz 3 vorgeschoben, also. Bestens, ey. Du kannst ja nur noch weiter da vorne gehen, ne? Ja, die persönliche Bestzeit hier auf der Strecke. Und das im Quali, das gelingt mir normal nicht so. Ja, da muss ich hinhauen, wie bei mir. Ja, dann hoffe ich, dass Rennen mal genauso läuft. Ja, aber noch ein paar Worte vom Dominik. Dominik, mit deiner Virusinfektion, wie geht's dir? Wie war dein Quali? Ja, erstmal danke der Nachfrage. Mir geht's soweit ganz gut eigentlich mittlerweile. Sind nur noch wenige Phasen am Tag, wo es echt nur ein bisschen anstrengend ist, aber es ist jetzt gerade keine Ausrede. War super gewesen eigentlich vor einer halben Stunde oder vor 35 Minuten. Sind Martin und ich im Training ja bis auf 2000stel identische Zeiten gefahren. Da habe ich es auch hinbekommen, die 3 zu fahren. Das ist jetzt leider nichts geworden. Ich hatte es ein paar Mal selber verschenkt. Ich hatte diverse Male Vorsprung im ersten Sektor auf Martin und habe es dann immer irgendwie nicht mehr durchbekommen. Ist aber nicht so schlimm. Ich bin zufrieden mit der grünen Z4-Wand auf Startplatz 1 und 2. Gratulation auch an Kai. Ich habe es auch überhaupt nicht mitbekommen, dass du da noch den Marinus geholt hast und den Jörg. Ich hatte mal zwischenzeitlich geschaut, da warst du, glaube ich, noch 7. oder 8. oder sowas. Glückwunsch an dich. Martin habe ich gerade schon gratuliert. War eine astreine Runde, super Runde. Dass er das in der Qualifikation dann auch auf den Punkt bringt, ist natürlich bemerkenswert. Und ja, es wird auf jeden Fall ein super Rennen, glaube ich. Passiert mir selten im Ausmaß. Ja, dann dürfen wir uns ganz herzlich bei euch bedanken, wünschen euch fürs Rennen den größtmöglichen Erfolg und entlassen euch dann mal ins Warm-up. Dankeschön. Genau. Ja. So, und ich versuche jetzt verzweifelt hier in die Onboard-Ansicht zu kommen, aber anscheinend tut sich das nicht so, wie ich das gerne hätte. Wir sind nämlich hier unterwegs mit dem Herrn Marinus Rieder, den werden wir uns dann auch gleich mal schnappen. Aber irgendwie funktioniert das mit Onboard nicht, wenn ich es noch so gern hätte. Mein Lieber. Wäre jemand von euch so freundlich, mich noch zu schieben? Ja, wenn ich den Schneider würde, würde ich das gerne tun. Ja. Und mich auch. Rollt ja wieder da rauf. Wir können auch mit euch reden rennen, aber ich glaube, das nervt ein bisschen. Uns weniger an euch, sagen wir es mal so. Viel Spaß. So, wo haben wir denn? Das Teamspeak, wenn ich das ich will. So. Ja, schon oben. Wie? So. Muss ich hier erstmal wieder, genau. Irgendwie wäre ich gerne jetzt onboard gegangen mit dem Herrn Marinus Rieder, aber es geht nicht. Wieder drück ich da. Ja, den Marinus will man jetzt direkt als nächstes mal holen, weil der macht die Streckenvorstellung. Was war das für eine Taste? Onboard zu gehen. Ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Knopf ich hier gedrückt habe.
Ja, wie gesagt, ich habe mich so mit der Kamerasteuerung. Ich mache das heute das erste Mal. Wir werden es rausfinden. Irgendeine Taste wird uns zum Ziel führen. Die sieht doch vielversprechend aus. Da haben wir bestimmt auch irgendwo eine gute Onboard-Kammer. Schön. Ja, hallo Marinus. So, guten Tag. Marinus, grüße, du wolltest dich uns was zur Strecke sagen. 3,9 Kilometer durchs spanische Baskenland. Mit Marinus Rieder. Okay. Jetzt die Kamera. Also, wir sind jetzt gerade im letzten Schengen-Abschnitt. Wir fangen dann auch eine komplette Runde an. Euch hier jetzt nicht mehr großartig erörtern, weil das kommt danach ja sowieso noch einmal. Das ist eine Strecke, die eine Charakteristik hat von einem Stop-and-Go-Kurs. Ziemlich viele langsame Kurven. Sehr schwer zu fahren. Wenn wir jetzt hier die Ecke hier wirklich schön innen bleiben, dann den Schwung mit nach draußen nehmen. Da wird das Auto meistens etwas leicht, weil es den Berg hinauf geht. So, jetzt kommt eigentlich so der schnellste Teil der Strecke, sechster Gang, über 250, Curb leicht innen mitnehmen. Hier anbremsen, vierter Gang, zweiter, erster, schön rollen lassen, Schwung wieder mitnehmen. Möglichst Traktion auf die Strecke bringen, deswegen die Gänge relativ hoch, früh hochschalten, die ersten zwei. Hier fünfter Gang, reinfahren, vierter rollen lassen, dann sofort wieder ans Gas. Hier ausschwierige Ecke, zweiter Gang rollen lassen, schauen, dass das Auto Grip bekommt. Hier haben wir auch immer leichtes Untersteuern. So, hier, zweiter Gang rollen lassen, wieder Traktion mitnehmen. Wichtig ist hier auch die Differentialeinstellung auf dieser Strecke, weil wir sehr oft über den Curb hinaus beschleunigen. Hier auch eine schwierige Stelle, ich schalte sogar im ersten Gang runter, nimm den Schwung wieder mit, zweiter sofort, dritter, vierter Gang. Dann hier runter in den ersten, rollen lassen, auch eine schwierige Ecke. Weiter Curb mitnehmen, dann wieder hoch in den dritten Gang. Hier in den zweiten rollen lassen, Curb leicht mitnehmen, dann wieder versuchen, möglichst früh ans Gas. Ja, auch eine wichtige wieder Ecke auf Startziel. Hier ist der Bremspunkt sehr wichtig. Zu spät bremsen bringt das Auto extrem aus der Balance. Und nun haben wir eine Runde auf dem Nevada Grand Prix Circuit beendet. Das war eine wunderschöne Runde mit dem Herrn Marinus Rieder. Marinus, eine Frage. Wir hatten vorhin den Fall, da Rico Kistenmacher mit absoluten Bestzeiten Sektor 1 und Sektor 2. Und als er dann über die Ziellinie ist, hatte er eine Sekunde verloren. Wo bitteschön kann man fast eine Sekunde im letzten Streckenabschnitt verlieren? Relativ fast viel, das sind sie schon. Ohne sichtbaren Verbremser oder sonstiges, also. Ja, gut, aber ich sage, im Sekunde? Letzten Sektor ist die Linie sehr wichtig. Und was sehr viel Zeit kosten kann, ist wirklich die beste Kurve. Man wirklich exakt anpeilen, wirklich viel Schwung mitnehmen. Halt relativ schwer zu fahren und man fährt da ein kleines Bergstück eigentlich hoch, also leicht über die Kuppe, und da war das Auto immer etwas leicht beim Einlenken und beim Rausbeschleunigen. Das war bei mir im Qualifying auch immer so das Problem. Ich war in den ersten zwei Sektoren auf Augenhöhe mit Martin und dann im letzten Sektor habe ich dann im Schnitt immer ja, 2-3 Zehntel liegen lassen. Ja, aber eine Sekunde ist relativ viel. Ja, es waren irgendwie so ein bisschen über 8 Zehntel, also wirklich fast eine ganze Sekunde, wo er da gefehlt hat. Das hat mich auch ein bisschen verwundert. Aber es ist anscheinend wirklich so, dass man hier auch ganz gut Zeit liegen lassen kann. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir hier im ersten Sprintrennen, auch nachher im Hauptrennen, jede Menge Manöver sehen werden, weil der kleinste Fehler hier und der Hintermann ist wieder dran. Und das geht gerade auf der Strecke in Navarra, wo die Kurven so extrem zumachen, geht das ganz schnell. Wird sein, vorbeizufahren. Wir haben zwar Geraden, die reichen meistens nicht aus, wenn der Gegner zwar in den Kurven langsamer ist, aber eine gute Traktion beim Rausbeschleunigen hat, relativ schwer sich an ihm vorbeizusetzen. Also da muss man wirklich schauen, dass man ein sauberes Manöver hinbekommt in der Anbremszone, aber das wird nicht ganz einfach sein. Ich denke, da wird es einige zwischen. So. Ja, vielen Dank, Marinus, für genau. Die Streckenvorstellung und wir entlassen dich dann auch wieder ins Warm-up zurück und ich wünschen dir viel Erfolg im Rennen. Euch viel Spaß beim Kommentieren. Danke. Danke, das Rennen. Okay, danke. So,
So. Warm-up trifft sich gut. Gutes Thema. Könnten wir auch nochmal einen kurzen Break machen. Wir lassen euch jetzt mal in den Bildern erstmal ein paar Minütchen, also ist ja noch Warm-up, lassen uns mal euch kurz alleine und werden uns dem auch mal aufs Rennen vorbereiten. Also, wir sind gleich wieder da für euch, lassen euch mit den Bildern hier alleine und sind auch gleich wieder da.
So, meine Lieben, da sind wir auch schon wieder. Pünktlich zum Ende des Warm-Ups. Und warten jetzt, dass es dann auch gleich in den Start geht. Wir können euch ja nochmal schnell die Startaufstellung durchgeben. Ach nee, warte mal, das ist ja jetzt das verfälschte Dingens hier, ne? Vom Warm-Up. Ja, wir müssen schon ein bisschen warten. Wir müssen schon noch warten. Also die Startaufstellung kriegen wir dann ein bisschen später. Genau. So, irgendeiner draußen, der noch gefahren ist. Aber es dürfte ja jetzt auch gleich umschalten aufs Rennen. Sind so die letzten, die jetzt durchs Ziel kommen. Die Runde zu Ende fahren. Da wird jetzt gerade also praktisch nur noch mal geguckt, Rennsetup geladen, Sprit kontrollieren, nochmal probeweise fahren. Passt das auch alles so, wie ich mir das eingestellt habe? Vielleicht hier und da nochmal was verändert? Oder hat man irgendwo nochmal was gefunden? Die Setups sollten eigentlich stehen. Ich denke, wer es jetzt nicht hat, der wird es dann auch nie finden. Ja, sollte eigentlich. Ich denke mal, es wird auch im Sprintrennen keine Reifenspielchen gehen. Die werden auf weich fahren, die Jungs, und versuchen, das über die Zeit zu bringen. Distanz zu kurz da, groß zu pokern. Also ich denke mal, dass das doch eher ein Sprintcharakter ist. So. Da haben wir jetzt auch unsere aktuelle Startaufstellung. Also, mache ich wieder bis 12. Und ich mache dann ab 13. Gut, da haben wir auf der 1 Martin Fuhrmann, auf der 2 geht ins Rennen Dominik Brabetz, auf der 3 haben wir den Kai Knebel, auf der 4 Marinus Rieder, auf der 5 Jörg Degenkolbe, auf der 6 der Manfred Schneider, auf der 7 haben wir den Michael Welle, auf der 8 Rico Kistenmacher, auf der 9 Thomas Sutter, auf der 10 haben wir den Frank Bauer, auf der 11 den Stefan Vukovac und auf der 12 Henning Wollert. Die 13 Dieter Himmel, auf der 14 Boris Kordes, die 15 Hasso Osterkamp, auf der 16 Stefan Dänicke, Peter Petrikowski auf der 17, auf der 18 Joris Schepwart, die 19 Gerhard Zeller, auf der 20 von Borsikowski, die 21 Christian Kohlsche und die 22, das ist unsere Wenigkeit, SRC TV1. Mit dem schicken orangefarbenen Muscle Car. Der noch nicht gepaintet ist. Noch nicht. Ich finde die Farbe eigentlich fast schnucklig. Ja, die haben da Michael Welle und ich, wir haben da ein bisschen rumgetrickst und haben uns dann ganz einfach für die R-Faktor-Farbe entschieden. Hat auch was für sich. Also ist recht und sich eine schicke Farbe. Kann man nichts sagen. So, die Herrschaften quämen sich jetzt langsam aus der Box rauszufahren, um in die Startstellung reinzugehen. Thema Reifentemperatur spielt hier, glaube ich, nicht so eine große Rolle beim Starten, oder meinst du doch? Die Reifentemperatur, denke ich mal, ist fürs Sprintrennen hier in Navarra nicht so entscheidend, weil erstmal haben die genügend Möglichkeiten, da noch was in der Einführungsrunde dann zu tun. Und die Reifen werden hier genug beansprucht. Also ich denke mal, hier ist eher Schonen angesagt. Wo es drauf ankommt, ist halt eben die Bremse und der muss am ersten Bremspunkt, muss der absolut sitzen. Ja, ich bin gespannt. Lassen wir uns überraschen. Erste Kurve, immer ein Thema, auch hier auf der Strecke. Beide, Martin Fuhrmann und Dominik Brabetz, sind beides gute Starter. Dazu noch Teamkollegen, die werden das Ding dicht machen. Da gehe ich felsenfest von aus. Da wird auch kaum einer durchkommen, es sei denn, es gibt eine absolute Überraschung, wo ich aber nicht mit rechne. Und wer hier, denke ich mal, die erste Kurve gewinnt von den beiden, der wird auch nach 20 Minuten vorne sein. Also wenn man jetzt mal so vom Qualifying aus, von den Zeiten her guckt, wie die Platzierungen sind, tendiere ich dazu, dass der BMW wohl das bessere Auto ist auf der Strecke. Der erste Nicht-BMW, das ist auf der 4, der Marinus Rieder mit seinem Ferrari. Dann kommt wieder zweimal BMW, dann kommt der erste Mercedes von Michael Welle, dann haben wir einen Rico Kistenmacher auf dem Lambo. Lambo weniger, ja.
haben wir wieder BMW, dann kommen die ersten Corvettes, der Frank Bauer und der Stefan Vukovac, beide auf einer Z06 unterwegs, und dann erst kommt der erste Audi R8, das ist der Henning Bollert, und dann 13 haben wir den ersten Martin von Dieter Himmel. Also ich denke mal, es könnte eine BMW-Strecke sein, aber gut, wir können uns auch überraschen lassen, wer am Ende vorne steht, wir werden es sehen. Die Autos haben alle gleiche Physik, der einzige Unterschied ist halt der Radstand, und vielleicht hat BMW in der Tat hier einen kleinen Vorteil, man weiß es nicht genau, aber Wabetz, Fuhrmann und auch der Kai Knebel, die sind grundschnell und stehen nicht umsonst da vorne. Ich denke mal auch, man sagt da immer, ich meine, ich kenne es auch aus meiner Zeit, wo ich noch gefahren bin, ich werde auch wieder irgendwann mal ins Lenkrad greifen, beziehungsweise ins Joypad. Ich habe nämlich auch kein Lenkrad, ich gebe es offen und ehrlich zu, ich bin auch so ein Padfahrer. Aber ich mache es auch Spaß an der Freude, wenn ich gewinne. Ja, gewinnen, sagt man, ist nicht so wichtig. Mir ist es nicht wichtig, Hauptsache ich bin dabei, ich habe Spaß. Gerade so die Langstreckendinge, also eher so Le Mans, Nürburgring und so, das ist so mein Ding. Ja. So die Sprintrennen, das war noch nie so der Fall. Ja. Wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Es gibt immer doch, man sagt zwar immer, die Autos, ja, sind alle gleich, selbe Fahrphysik, aber wenn man dann doch drinnen sitzt, merkt man doch ganz schnell, jedes Auto fährt sich doch irgendwo anders. Kann man es erklären? Ich kann es mir nicht erklären. Ich sage immer, jedes Auto hat einen eigenen Charakter. Das ist im echten Leben genauso. Ich denke, hier ist es auch so. Ja, bedingt geregelt durch den Radstand halt, und das ist auch ganz klar, dass dann ein Setup von einem Z4 nicht so auf einem Ferrari 458 funktioniert wie auf dem BMW dann halt. Mhm. Lassen wir uns überraschen. Das nächste Langstreckenrennen ist, glaube ich, am Juni. Da ist das auch wieder vom Lutz Enger, Sim Racing TV. Am 28., 29. Ja, und ab April 2 die ersten Informationen, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Genau, also lassen wir uns überraschen. Le Mans lässt grüßen. Mal gucken, vielleicht habe ich Glück, ich bin dabei. Auf die eine oder andere Art und Weise werden wir auf jeden Fall dabei sein, ob hier als Moderator im TV oder dann auch wieder mit unserem Radio. Könnt ihr auch mal reinhören, wenn ihr bockig seid, speedyplanet.fm. Waren wir ja letztes Jahr auch dabei. Bei den 24 Stunden von Le Mans. Die letzten Sekunden laufen von der Uhr. Müssten eigentlich alle dabei sein. Konzentrieren wir uns auf den Start. Gleich geht der Bodensauber hier los. 10 Sekunden noch, zeigt die Uhr an. Ja, und da läuft die Einführungsrunde. Und jetzt haben wir hier die Einführungsrunde. Wie kommen wir jetzt zu dieser Kamera? So, da wollten wir hin. Das war, ist die Einführungsrunde, ja, sah nicht nach Renngeschehen aus. Nein, das ist die Einführungsrunde. Gut. Sind wir mal gespannt. Hoffentlich kommen sie alle durch den, ja, durch die erste Kurve durch, ohne dass der eine oder andere federn lassen muss. Wäre schade drum. Ja, der Bremspunkt, vor allen Dingen nach der ersten schnellen Rechts, ist halt schon relativ heftig. Und hier ist jede Menge Disziplin im hinteren Feld gefragt, um es da nicht knallen zu lassen. Ja, vor allem wenn man bedenkt, die sind alle sehr, sehr dicht beisammen. Also von den Zeiten her dürfte das sehr, sehr spannend werden. Ja, jetzt sieht man hier wieder das obligatorische Zickzackfahren. Klar, Temperatur auf den Reifen halten, damit man gut wegkommt, aber auch nicht vergessen, wie du sagtest, Peter, schon, die Bremsen sind hier sehr, sehr wichtig, wichtiger sogar. Die Reifen sind nach 3 Kurven auf Temperatur, und also hier noch große Manöver fahren, da bin ich der Meinung halt, dass das einfach nur noch mehr abriegt.